Titus Andy. Was ein Ochse. Ja, moin, meine lieben Zockerstachel. Willkommen zu einem neuen Praktikum. Wir wollen mal ein Hotel renovieren. Nachdem wir ja unser letztes Praktikum auf einem Flugplatz verbracht haben, dachte ich, probieren wir das nochmal aus hier. Da sind wir. Oha. Oha. It looks like we have an uninvited guest. Let's show her who's boss here. Catch her. Catch her. Okay. Wir haben einen Huhn. Catch the chicken. Throw chicken away. Weil ich soll das Huhn wegschmeißen? Waren hier eben Geister? Sind wir bei den Ghostbusters oder was? Wo bist du? Yay! I didn't think you'd be able to do it, to be honest. Now we have to get rid of her. Throw her out the window in the hallway. She'll like the fountain. Warum gucke ich mir jetzt den Arsch dieses Hühnchens an? Okay, ich soll es irgendwie durch ein Fenster, aber ich hab da noch gar keinen. Na, nehmen wir das da hinten. Tschüssi! Welcome to the demo version of Hotel Renovator. We're so glad you've joined us. Sorry about the hen. Nobody invited her. A film crew decided that the interior of our hotel would be the perfect setting for a music video. They will arrive soon, so we have to prepare a room for them. This will be your first task. The crew will be filming a music video for an up-and-coming rock star. It might be difficult to impress them with a one-star interior, but limitations stimulate creativity, as some people like to say. Bear that in mind and go to room 101. Yo. Sind Geister gewesen. Wow. Who would have thought that it would be us inheriting this hotel from our grandpa? We always stayed in this room during our visits, remember? Ah, good times. Okay, remove trash, Kenda. Use the crowbar to dispose of the junk cluttering this place. But be careful. We don't want to destroy anything valuable. You can later sell some of the things you find. Hab ich das jetzt? Wo muss ich denn damit hin? Da vielleicht? Hold? Ne? Nicht einfach aufheben. Muss alles weg. Das kennen wir ja noch mit dem Konfetti. Teppich weg. Das muss weg, wahrscheinlich. Der muss weg. Würde ich jetzt mal so tippen. Hu.
das will ich doch so gar nicht. %85. Das gilt noch als Müll, ist noch rot hinterlegt. Mhm. 100%. Ich mach die Betten und so trotzdem jetzt mal weg. Remove Floor Coverage. Falsch, was ich mache? Ah doch, jetzt kommt 7%. Oh, Heizung weg. Ist eh scheißegal. Wenn die hier gleich mit ihrer Technik ein Musikvideo drehen, dann wird das heiß hier. Tanzen bestimmt noch ein paar Girls rum. Dementsprechend alles gut. Bim. Da bin ich immer gespannt, was der Hotel Renovator hier so zu bieten hat. Ich fand ja beim Flugplatz-Simulator oder so ein bisschen Renovator, da fehlte mir ein bisschen was. Gerade nachher im Haus da, dass man da nicht im Endeffekt die neue Station reinmachen kann mit Sitze und weiß der Geier. Schön das Asbest hochreißen hier. Obwohl das natürlich eher wirklich eine Holz aus. Nein, es sind Platten, ne? Es sind Platten in Holzoptik aus Asbest bestimmt. Ich hoffe, wir haben eine Maske auf, sonst. Ach, ich habe eh schon COPD. Was soll da noch passieren? Was soll da noch passieren, ne? Erstmal hier die Ecke. Aber ich denke mal, die Reise wird ja dahin gehen, dass wir das dann auch neu machen alles, ne? Ich sehe auch gerade, Tapeten müssen wir auch gleich noch runterreißen. Oh, sorry, wenn ich vielleicht ab und zu mal ein bisschen sniefe. Versucht das eigentlich zu vermeiden, aber. Ich war ein bisschen erkältet und der Schnupfen, wie das immer so ist. Wie sagt meine Frau immer, Schnupfen kommt eine Woche, bleibt eine Woche, geht eine Woche. Wenigstens stören mich jetzt die Geister hier nicht, die wir eben schon im Flur anscheinend getroffen haben. Also noch nicht direkt, aber sie haben sich schon mal gemeldet. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Nummer auswendig von den Geisterjägern, sonst hätte ich die schon mal gerufen. So. Oh Gott, alles von der Wand? Das hätte man ja tapetenbahntechnisch machen können, oder? Ah! Machen wir es so. Geht schneller. Ba-ba-bam. Geht. Einfach in die Mitte. Ich war der Meinung, ich habe eben schon wieder Geister gehört.
Schade, er macht die Ecke nicht mit, aber egal. Boah, das geht ja wirklich viel, viel schneller. Sparen wir ein bisschen Zeit, ne? So. Was ist das mit der Decke? Soll die auch runter? Und dann alles, ne? Ich weiß, da steht eigentlich nur Wall, aber... Naja, wir machen erstmal die Wände zu Ende. Die Wände zu Ende. Reimt sich auch noch. Dann würde mir ja gleich sagen, ob ich 100% habe oder nicht. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Oh, wir haben hier eine Taube im Türrahmen. Immer weg damit. Kling. So geil, 100%. Ist doch gar nicht. There's lots of rubble on the floor after all that mayhem you caused. You've got some cleaning up to do. What? Okay. Staubsaugen. So. Ja, natürlich. Fertig. Nix da. Perfect. Now it's time for a new floor and walls. Choose something modern and tasteful. Okay. Ich glaube, ich würde jetzt einmal doch das hier einmal removen alles. Einfach, weil es nicht schön aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann machen wir es halt auch neu. Ah, das machen wir alles neu. Was ist denn das? Ich habe doch gerade gesaugt. Ach so, ja, weil ich wieder Dreck gemacht habe, ne? Ha! Oh, den will er manchmal noch nicht so... So, Cover Wall and Cover Dingens. Kriegen wir hin? Wir haben natürlich, geil, wir haben nur den Fußboden. Und wir haben nur die Wände. Keramik-Tiles. Carpets. Wooden Flooring. Change material. Mhm. Switch material and color tab.
Ich glaube, ich nehme das. Da haben wir keine Kohle mehr hier. Ist aber auch geil. Also, ich wusste gar nicht, dass man mit einem Bleistift Fußboden verlegen kann. Das ist mir jetzt neu. Da. So, ja. Mein Zauberverlegebleistift. Der kann das. Ah, das war erstmal nur die Zeichen. Das heißt, wir hätten auch verschiedene Materialien nehmen können, wa? Painting. Oh, gibt sogar Halloween-Kram. Halloween. Wall Cadding, Panels, Stone. Okay, Ceramics, Wallpaper. Graphics und Patterns. Painting. Könnte jetzt man jetzt ja mal sagen, wir painten. Oh. Aha. Man macht das alles selbst hier. Gut. Wir machen den Flur und so und diese eine Wand da halt blau. Wand für Wand. Finde ich geil, dass man das so Wand für Wand machen kann. So kann man damit ein bisschen rumspielen, ne? Einfach mal so ein bisschen Farbe hier reinbringen in die Geschichte. Komplimentär, könnte man sagen. So. Dann probieren wir einfach mal alles aus, ne, was wir hier so haben. Was immer geil aussieht, ist sowas, wenn man Fensterleibung weiß macht. Und dann Farbe oder halt auch eine Tapete, wie auch immer, an der Wand macht. Nehmen wir eine weiße Decke.
Oder machen wir irgendwie Holz an die Decke? Gucken wir gleich mal. Da würde ich gerne mal reingucken. Dass jetzt am Ende gut aussieht, weiß ich nicht, ne? Das ist so. Panels. Stone. Keramik. Oha. Kriege ich nicht an die Decke? Das ist schade. Das ist echt schade. Okay, was haben wir denn hier? Stone. Oha. Das sieht krass aus. Ich weiß nicht, ob es schön ist, aber... Lötapete. Oh ja, das nimmt... Das kommt schön in das Bett. Schön auffallend hier in Neon... Ah, Neongrün ist es nicht, aber in Grün. Okay, ja, mach da. Da brauche ich, glaube ich, jetzt doch noch mal Grafik. Kann ich Grafik an die Decke? Nee, geht auch nicht. Ich habe jetzt ja die Decke abgerissen. Dann müssen wir jetzt ja auch... Okay, machen wir sie weiß. Nützt jetzt ja nichts. Was wir haben, haben wir. Wäre schön, wenn man das jetzt noch mal so einigermaßen bestätigen könnte, ohne dass er gleich malt. Das ist so ein bisschen, okay, er malt hier auch gleich weiß, das ist gut.